Was jetzt noch fehlt, ist ja einmal der Tachozeiger. Den brauchen wir natürlich auch noch. Und dafür machen wir einmal Folgendes. Wir nehmen hier einmal den Umsatz. Dann ist und machen wir ruhig mal den Vergleich gegenüber Vorjahr. Also, und hier machen wir das Ganze allerdings mit einem Index. Also wie viel ist eben schon einmal erreicht worden? So, das machen wir eben noch fett. Machen wir es mal ganz klassisch. Nehmen wir ruhig mal 100. So, und dann sagen wir im Ist nur 35 und der Index, der wäre jetzt hier einmal die 35 geteilt durch die 100. Das wäre jetzt hier einmal über den typischen Indexwert. Wenn Sie jetzt sagen, das möchte ich nicht haben, ich möchte lieber die klassische Abweichung haben, wäre die andere Variante. Machen wir hier mal Differenz 1%. So, dann würden wir hier einmal in dem Stil vorgehen. Da haben wir jetzt hier die minus 65%, aber wir müssen jetzt davon ausgehen, beim Tacho ist es eben so, hier sind eben 0% und dann wird das Ganze ja gesteigert. Also sprich, wenn der Zeiger einmal komplett rumgeht, werden hier eben die 100%. Deswegen müssen wir jetzt einmal unsere Tabelle ein klein wenig erweitern. Machen wir erstmal Tacho und hier nehmen wir das Ganze jetzt einmal die Abweichung. Also, und da machen wir dann 100. Na, haben wir eben 100% und ziehen hiervon dann einmal minus den absoluten Wert ab. Moment, so, minus absolut. Dann nehmen wir erstmal den Wert, damit wir hier diese sogenannte 35 mit dabei haben. Und dann noch mal 100, weil sonst werden hier Prozent dargestellt. So, dann haben wir jetzt hier 35 bzw. 35%, was da einmal mit angezeigt wird. Als nächstes machen wir jetzt hier einmal links. Links bedeutet jetzt, wie viel Platz ist einmal zu dem jeweiligen Bereich. Also wir bauen jetzt hier quasi mit einer Art weiterem Kreisdiagramm einmal an, wo wir die Farbe dann später ausblenden. Und wir müssen einmal wissen, wie viel Platz ist hier zwischen. Dann kommt quasi die Nadel, also eben der Tachozeiger. Und dann kommt der Platz zu dem rechten Bereich. Das bedeutet, wenn wir hier dann einmal starten würden, wie viel Platz ist zu links, dann wird die Tachonadel gezeigt, dann der rechte Bereich und wir brauchen ja noch einmal den sogenannten Puffer. Also mit anderen Worten, weil wir haben ja hier einmal die sogenannten 50% und dann nochmal 50% und hier müssen wir jetzt erstmal aufrunden auf die 100, weil wir haben ja hier diesen Abweichungswert eben mit drin. Zunächst legen wir hier erstmal die Stärke fest. Da empfehle ich 2,5, damit wir da auch gut was sehen. Und für den linken Bereich, da machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen nämlich einmal den Abweichungswert und dann sagen wir Minus. Und das ist dann der Wert von dem Zeiger. Und den teilen wir hier noch einmal durch 2. Warum, sage ich gleich. So, dann haben wir jetzt hier 33,75. Und Sie sehen schon, wenn wir die beiden hier einmal addieren, kommen wir da auf 36,25, das ist erstmal das eine, aber wenn Sie jetzt hier 1,25, also genau die Hälfte von den 2,5 abziehen, dann kommen wir auf 35. Wir benötigen ja hier für rechts auch noch ein bisschen Platz, damit also das Verhältnis hier einmal stimmt. Da machen wir dann ist gleich, dann 100 minus den Abweichungswert, da kommen wir dann jetzt hier einmal auf den Wert von 65, aber davon minus ziehen wir hier nochmal den Zeigerwert ab und den teilen wir nochmal durch 2. Das hat jetzt einfach hier den Effekt, erstmal das hier ergibt die Summe 100 und jetzt kriegt jeder, also die linke und die rechte Seite, kriegt jetzt jeder hier einmal die Hälfte quasi von der Nadel ab. Jetzt brauchen wir noch den Puffer und das ist quasi hier die untere Hälfte. Und deswegen machen wir da einfach Summe. Ziehen das Ganze hier noch einmal so rüber. So, dann haben wir dann 100. Also mit anderen Worten, das sind jetzt hier zweimal die 100%, beziehungsweise 100 und 100 sind in Summe 200 und 100 davon sind wieder die 50% an Anteil. So, nur so ist das Ganze hier einmal wesentlich leichter zu rechnen, wenn wir eben hier mit Indexwerten einmal vorgehen. Das wäre jetzt erstmal die Tabelle dafür. Also, dann schieben wir das Ganze hier rüber. Machen die rechte Maustaste, sagen Daten auswählen, hinzufügen und rein Name ist jetzt einmal hier die Nadel. Also da können Sie auch einen anderen Namen wählen. So, machen wir hier rein Werte und von den reinen Werten, Achtung, ganz wichtig, wir nehmen die Abweichung hier oben, nehmen wir nicht mit. Also wir machen links die Nadel, rechts und dann eben nochmal den Puffer. Klicken wir erstmal auf OK. So, klicken
Gucken wir nochmal auf OK. Dann sieht das Ganze hier so aus. Und dann sehen wir auch schon, wo hier einmal so die Nadel drauf ist. Dann machen wir einmal Folgendes, dass wir hier nämlich den Ring einmal anklicken. Rechte Maustaste. Und dann sagen wir Datenreihendiagrammtyp einmal ändern. So, dann haben wir hier den Tachobereich. Das ist mit unseren Farben. Und hier die Nadel. Und da wählen wir jetzt hier einmal ein ganz normales 2D-Kreisdiagramm aus. Dann sieht das Ganze hier einmal so aus. Klicken wir erstmal auf OK. So, das hier, wie gesagt, das sind einmal diese 100%, den wir jetzt auf der Seite haben. Den wählen wir einmal aus. Sagen dann hier keine Füllung. Das ist hier jetzt einmal der linke Bereich. Sagen wir auch keine Füllung. Das ist der rechte Bereich. Auch keine Füllung. So, dann haben wir hier unseren Pfeil, den machen wir mal am besten in schwarz. So, jetzt haben wir allerdings hier die volle Breitseite, also mit anderen Worten, wir haben 65% Abweichung und dann sagt man natürlich hier im grünen Bereich, das stimmt natürlich nicht, deswegen machen wir einen Doppelklick auf die Nadel drauf. Da sehen wir dann hier wieder unseren jeweiligen Winkel und positionieren das Ganze hier wieder auf unsere 270 Grad. So. Jetzt ist hier auch die Nadel genau richtig. Mal als Beispiel, wenn wir jetzt hier einmal den Wert 50 angeben, dann liegen wir hier jetzt auch genau in der Mitte. Geben wir einen Wert von 98 an, da sind wir dann fast oben drauf. Geben wir einen Wert von 3 an, also eben 3%, dann wandert der Tacho darüber. Na, also so kann man Stück für Stück hier vorgehen. 20% sind eben einmal hier, 15% wäre so genau in diesem Bereich einmal mit drin. Dann 30 wären eben da, 35 kommen wir zu dem Wert. Na, also immer in den sogenannten 15er Schritten, wenn wir so wollen. 65 würde uns in den gelben Bereich bringen. 75% wäre dann genau hier drin. Na, und ab 80%, da kommen wir dann der Sache schon einmal näher. Wir mal 82, also ist fast wie bei dem IHK-Notensystem. 82 Punkte ist quasi einmal die Note 2, also da liegen wir dann schon fast einmal drauf. Ja, und wenn wir dann jetzt hier auf 92 gehen, das wäre dann die Note 1. Und so haben Sie dann die Möglichkeit, einmal hier genau mit drin zu spielen. Sie können natürlich auch jeweils die Nadel, wenn Sie die ein bisschen größer haben möchten, Sie können auch 2 nehmen, dann wird die ein bisschen dünner. Durch die Formel hier ergibt das ja immer wieder den Wert 100. Sie können auch 3 machen, das ist noch ein bisschen breiter. Ich persönlich halte jetzt in diesem Beispiel 2,5 für recht angemessen. Also damit kann man in meinen Augen sehr gut arbeiten. Ja, und das ist die Methodik, wie wir in Excel einmal ein Tachodiagramm erstellen.